von Text 21. Äxte gegen Technokraten über den nubischen Widerstand gegen den Kadschbar Staudamm. Thomas Schmiedinger bereiste in den letzten Jahren mehrmals den Sudan und Ägypten und hielt sich dabei auch in Nubien auf, einer Region, die durch den von der sudanesischen Regierung geplanten Kadschbar-Staudamm in vieler Hinsicht bedroht ist. Seine folgenden Berichte über den Widerstand der Bevölkerung werden ergänzt durch ein Interview mit Suad Ibrahim Ahmed, einer Kommunistin und Aktivistin der Nubian Alliance, ein Zusammenschluss von Nubierinnen und Nubiern im Kampf gegen die Überflutung ihres Landes. Nubien beginnt dort, wo das Tourismusland Ägypten heute endet, in Aswan. Obwohl das Staatsgebiet weiter in den Süden reicht, sperrt dort, wo das antike Ägypten die meiste Zeit seine Grenze hatte, beim ersten Nilkatarakt eine große Staumauer das Niltal ab. Dahinter erstreckte sich einst die Landschaft Nubiens, die bereits in den Schriften des Alten Reiches unter diesem Namen erwähnt wird und deren Bewohner bereits damals Nubier hießen. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser ließ sich hier in den 60er Jahren sein Monument von pharaonischer Gigantonomie errichten. Der Nasser-Damm hält tausende Tonnen von Nilwasser auf, unter dem das Siedlungsgebiet zehntausender Menschen verschwand. Das gesamte nördliche Siedlungsgebiet der Nubier, eine Bevölkerung mit einer eigenen Sprache und einer bis auf die Pharaonen zurückreichenden matrilinearen Tradition, die den Frauen eine besondere Rolle einräumte, wurde überschwemmt. Die vertriebenen Nubierinnen und Nubier aus Ägypten wurden schließlich bei Kom Ombo in einigen neuen Dörfern angesiedelt. Eine andere Bevölkerungsgruppe wurde von den Sozialarbeitern und Anthropologen einfach vergessen. Rund 3000 nomadisch lebende Ababta, die zu den von Eritrea über den Sudan bis in den Süden Ägyptens lebenden Bija gehören, wurden vom steigenden Wasserspiegel überrascht. Eines Frühjahrs standen sie hilflos vor ihren überfluteten Weiden. Den Ababta blieb nur noch der ganzjährige Aufenthalt bei ihren Winterweiden, was Überbevölkerung, Überweidung und blutige Konflikte um Wasserrechte zur Folge hatte. Die.
Der See brachte aber auch massive ökologische Probleme mit sich. Der fruchtbare Nilschlamm, der jedes Jahr mit der Flut auf die Felder Ägyptens geschwemmt wurde, blieb seither aus. Nun muss mühsam mit Kunstdünger die Fruchtbarkeit der Böden erhalten werden. Der Schlamm, der vorher ganz Ägypten als Dünger diente, blieb nun im See liegen. Bereits heute, keine 40 Jahre nach dem Bau des Dammes, ist der See schon stark verschlammt. Irgendwann wird er einfach mit tausenden Tonnen von fruchtbarem Nilschlamm angefüllt sein. Der aufgestaute See überflutete aber nicht nur den ägyptischen Teil Nubiens. Mit hunderten altägyptischen Tempeln, von denen nur die spektakulärsten wie Abu Simbel durch eine Verlegung der gesamten Anlage gerettet werden konnten. Gegen finanzielle Entschädigung und die später nicht eingehaltene Zusage, den Nordsudan mit Elektrizität zu versorgen, war der sudanesische Militärdiktator General Abud bereit, auch das nördliche Nubien des Sudan zu opfern. Tausende sudanesische Nubierinnen und Nubier wurden vor die Wahl gestellt, einer Umsiedlung an die eritreische Grenze in der Nähe von Kassala zuzustimmen oder aber ihre Entschädigung zu nehmen und das Weite zu suchen. Die, die einer Umsiedlung zustimmten, fanden sich plötzlich in einer völlig anderen Klimazone wieder, in der die gewohnten Pflanzen nicht wuchsen und somit die gewohnte Art der Landwirtschaft unmöglich machte.
Die Leute wurden in deutschen Reihenhäusern angesiedelt. Da im Gegensatz zu Nubien in dieser Gegend Regen fällt, musste auf die weiträumige nubische Lehmarchitektur verzichtet werden. Die wichtigste nubische Stadt, die dem See zum Opfer fiel, war Wadi Halfa, das bis dahin für seine Schönheit am Nil berühmt war. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden wehrte sich hier jedoch ein Teil der Bevölkerung gegen die Deportation und konnte so ein neues Wadi Halfa an den Ufern des Sees wieder errichten. Ein Wadi Halfa allerdings, das weder über schattenspendende Dattelpalmen noch über Grünflächen zur landwirtschaftlichen Produktion verfügt. Das neue Wadi Halfa liegt eingezwängt zwischen See und Wüste und lebt ausschließlich vom Durchzugsverkehr und Handel mit Ägypten. ما سلت كان بلي ارمينا منا يا الرجوس مني ايقا 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 ترينين مقوس بتالي ايقا In den Sudan traf ich mich mit Suad Ibrahim Ahmed, die bereits beim Widerstand gegen den Aswan-Damm in Wadi Halfa aktiv war. Über den Widerstand, der zwar nicht den Bau des Staudamms, sehr wohl aber die Deportation der verbliebenen Bevölkerung verhindern konnte, erzählte sie mir, dass ausschließlich der Widerstand der Bevölkerung den Bau des neuen Wadi Halfa ermöglicht habe. Gegen den Willen der Regierung wäre die Bevölkerung Wadi Halfas an den Ufern des Sees geblieben und hätte dort in einer eigenständig organisierten Kooperative ihr alltägliches Leben organisiert. Von der Nahrungsmittelversorgung bis zur Schule und zum Krankenhaus wurde alles von der Bevölkerung selbst in Eigeninitiative errichtet. As I said before, the Haidab came after three former inundations.
And the High Dam was a Nine Waters Agreement, a result of the Nine Waters Agreement. The people there felt that the Sudan, with its millions of hectares of land, cannot improve its or expand its agriculture without more water. So there was a need for that agreement, and it dragged on for many years since the British were there. And they felt that they were sacrificing their land for the country as a whole. And the government at the beginning said, okay, into your sacrifice is unbelievable, it is huge, and therefore what you want is going to happen. Where would you like to go? What would you like to do? 6 months later, the government reneged on that promise. And they decided to take the compensation, the 40 or 50 million dollars, and build a project on the Akbar River in the east of Sudan, which is totally different in its climate. It has a very heavy rainfall. It's called Khashmal Girba, which is the opening of a water container called the Girba. And it is this that angered people. Mm-hmm. They had the choice to stay on the shores of the lake, a bit southwards, or move within Nubia, you know, within the northern province. Dongola area, Huwai area, things like that. To stay and, in the same and, climate. Or to stay in the same climate, same language, same everything. But the government forced these people to move to Khashmal Girba. The majority of people were moved. 600 families refused to move, and the present Wadi Halfa is a result of that mutiny. The government said, if you don't want to go, this is the last train. We shall move you, we'll give you a house, we'll give you land, we'll compensate you. If you want to come, okay. If not, then you are on your own. And they stopped the train, they stopped the services, they stopped everything. These people became self-ruling. Created a cooperative, the Halfa cooperative, and they opened the schools, they opened the hospital, and they stayed there unrecognized until after the October Revolution, until they moved with the lake. Mm-hmm. They were staying in wooden shacks, those people, until eventually they were recognized, and services were returned in the 70s, actually. 80s, yani a train came in the mid-70s. Thank you.
Die sudanesische Regierung, eine islamistische Militärdiktatur, die 1998 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist, will nun aber einen neuen Damm bauen, der auch noch den verbliebenen Rest des nubischen Siedlungsgebiets unter Wasser setzen soll. Unter dem vom Kadschba-Damm aufgestauten Wasser werden wiederum nicht nur antike Tempel und andere Ausgrabungen verschwinden, sondern bewohnte Dörfer und die Stadt Kerma. Wiederum werden, wenn sich die Pläne der Regierung realisieren, tausende Menschen zwangsumgesiedelt werden. Die Regierung, der die matrilineare Kultur mit der starken Position der Frauen ebenso ein Dorn im Auge ist wie die starke Unterstützung für die kommunistische Partei in diesem Gebiet, hätte damit ihr Ziel erreicht und die Nubier zu einer zerstreuten Flüchtlingsgruppe gemacht, die wohl auf kurz oder lang in der arabischen Bevölkerung aufgehen würde. Suad Ibrahim Ahmed ist auch im Widerstand gegen die Pläne für den Kadschba-Damm führend beteiligt und erzählt: Kadjbar is a redundant wall. Kadjbar is meant to depopulate the area to ease an export of arms and terrorists to Egypt. The policies they followed in that area is meant to empty it of its inhabitants. The only port that was closed down in 1994 was Wadi Halfa port, which is the ancient door to Egypt actually. They did not stop traffic to Egypt through the desert, through a Red Sea, and by air. It was all open. And they opened, in fact, a trade was taking place from near Atbara, in Abidea, all the way to the Red Sea, to Salatin, in order to impoverish, imagine a port city with a port closed. Yeah. They had no other means of livelihood. We have no hinterland, we have yes, no agriculture. There are 2 days in the year, in the week, where there they are were people 2 days there. In the week, exactly. People coming and leaving.
Yeah, Sudan. People who come and live, you feed them, you transport them, you do the clearance for them. That's the only, it's a service economy. And when that was closed down for 4 years, people were truly impoverished. And Kajbar Dam is also placed in the rapids cataract, and would have inundated about 33 villages all along the Nile, turns to become east-west instead of north-south, and then turns again downwards. Kajbar is situated in this corner, and this remaining heavily populated area would have been underwater for no reason. The need for power, we need 6 megabytes for the whole of Wadi Halfa province. Only 6 megabytes. Mm. And this was, at first it was 60, then it became 80, then it became 160, and now it's 200 and something megawatts. And yet they keep telling lies about it. This place is called the greatest open-air museum in the world because it has a Meroitic, Kushite, and Nubian heritage still not thoroughly excavated. We are not like Egypt. Egypt has been excavating for over 200 years. And up until now, they continue to excavate. In Sudan? Not in the Sudan. Only limited, Professor Bonnet on one side, the French, some of them, Italian groups work here and there. And anywhere where they find pre-Islamic remains, the excavation is stopped, including Cambridge University and Khartoum University project of 1990. For this Mahas region, they stop was it because they want to build the dam? No, they stop it because they do not want a pre-Islamic history of the Sudan to become prominent. Despite the fact that when they go to Hanover or Milan or whatever exhibitions, they have nothing to exhibit other than our Nubian heritage. We feel that this government is inimical to the Nubians, and it has followed policies in and finance of agriculture, in education, in health, and on top and above all, the building of this dam in order to break the Nubians extinct, and so that their culture, their language, their history is absorbed within the hegemonic culture of Central Sudan of Arabism and Islamism. Oh,
When we know that Islam, when it came to the Sudan in 642, there were Christian and other religions in Sudan at the time. It was repulsed when it came by force. They defeated Egypt. They defeated Syria and Lebanon. They were sent back. In a brief, and in fact, that campaign retreated, and he went Uqba ibn Nafi' to open up North Africa, which was Islamized by the sword. The Sudan was not Islamized by the sword. 6 or 7 years later, when they changed the governor and wali of the fourth caliphate. Of Egypt, he made an agreement or a covenant, the Baqt covenant. Baqt. This has no parallel in the Islamic State. In Islamic State, between Islamic State and the Christian State. It was a treaty between the Islamic State Wali in Egypt and the Nubians, and we allowed them to. Passed through, and they and there was a sort of trade agreement. Also, they want to take slaves and produce from Sudan, and they would give us cloths and some produce and wines and things like that. The Islamic State disapproves of wine; it's not allowed. Yeah. But they put it in that. Mm-hmm. They agreed. They wanted the nice wines. They believe that Nubians are not good Muslims. Mm-hmm. For one thing, our Islam has a form of its own, but this is not
Nubien in particular. Islam in the Sudan has its own characteristics. Islam north of Aswan is different from Islam south of up to all the way to Al-An. It took over 7 centuries to make Islam the religion of majority. And it was done peacefully through intermarriage and through contacts and trade and so on and so forth. And therefore, heritage and social traditions and customs of these communities remained after Islam was adopted as a religion. And many of those social customs and traditions are considered completely and utterly un-Islamic, such as the mixing of a young people, for example. In order to pick a wife, you need to know her, and they allow you to do that. Mixing of two sexes is not allowed in Islam, and particularly this can go all the way to complete sexual relations and so on, and it's not considered a bad thing for her to get pregnant. Premature pregnancies are accepted in Nubia, in some other groups in Kordofan and Darfur. Is acceptable. Mixing of the sexes is a prevalent one in Nubia, not premarital sex. But this is an acceptable tradition. And in any case, we are not fanatics. And that is not in tune with what this regime was advocating. You see, this regime is a terrorist regime, and it's a fascist regime at the same time. And they believe that transforming Egypt into an Islamic country would transform the whole Middle East. Egypt is not Syria or Saudi Arabia. Egypt is influential. Egypt has nearly over 60 million population. It's for them the key to Egypt somehow. And the key to Egypt, because we are not fanatics, because we are anti-fundamentalist, and they know, because they fail in any democratic even today in the Nubian club they come out last, and they come out last. Yani, I got top votes. And the Muslim brother got 7 votes. 7 votes out of the whole AGM. It's truly amazing. Yeah. 7 votes under this terrorist regime. Die Nubier sind der islamistischen Militärregierung des Sudans nicht zuletzt deshalb ein Dorn im Auge, da sie umgeben von der Schrift islamischen Kultur der Araber ihre eigene Sprache, Kultur, aber auch ihre eigene Form des Islam bewahren konnten. Der nubische Islam ist, wie in vielen Gebieten des Sudans, stark auf den mystischen Formen des Sufismus aufgebaut. Nicht so sehr Vorschriften und Verbote prägen das Bild des nubischen Islam als mystische Gotteserfahrungen. Der Regierung, die mit großem Druck die Arabisierung und Islamisierung des Sudans betreibt, ist insbesondere die starke Rolle der nubischen Frauen ein Dorn im Auge. Einst eine matriarchale Gesellschaft hat heute das Christentum und später der Islam diese zwar patriarchal überlagert, es ist aber sicher kein Zufall, dass gerade aus Nubien einige wichtige Vertreterinnen der sudanesischen Frauenbewegung stammen und dass Nubien eines jener Gebiete ist, in denen die Kommunisten auch heute noch, nach über einem Jahrzehnt islamistischer Militärdiktatur, Unterstützung in der Bevölkerung genießen.
allgemeine Informationen zur politischen Lage im Sudan können Sie in der Kontext 21 Nummer 4 plus 5 99 nachlesen. Dieser Artikel ist auch im Textarchiv der Homepage von Kontext 21 abrufbar. Ein Beitrag vom selben Autor zum Thema der Sendung erschien in der Berliner Wochenzeitschrift Jungle World Nummer 4 2002 und ist ebenso im Web unter www.jungle-world.com abrufbar. Zuletzt möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern mit gekreuzten Fingern versprechen, dass es auch in Zukunft des Öfteren internationale Hintergrundberichte im Kontext 21 Radio zu hören geben wird.
Als musikalische Beiträge hörten Sie traditionelle nubische Musik aus den in dieser Sendung behandelten Regionen Ägyptens und des Sudan. Die einzelnen Musikstücke finden Sie auf der CD Music of the Nubians im Rahmen der Reihe The Music of Islam, Volume 3. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.